Ja, bitte, okay, willkommen, Biber. Ich bin Biber. Ja. In dieser Folge wieder ein ganz besonderes Video. Zum Beispiel das Thema Wohnungsplanung. Genau, Leute, das wollte ich mal ansprechen. Es ist gerade 7 Uhr morgens. Das heißt, ich habe 10 Stunden geschlafen. Sindbei habe ich über Nacht geschlafen. Und wir haben mir 7 Uhr morgens. Und ich habe mir erstmal entschieden, dass ich das Video erstmal frühzeitig aufnehme, damit ich das am Sonntag mit mir hochladen werde. So, und deswegen, wir werden mal darüber reden, was ich so plane, also wie ich meinen Umzug plane. Ja? Weil ich habe mal fortgegangen, habe ich mal ein Video darüber gemacht, und euch erklärt habe, was mir in der Wohnung hier so gefallen hat, ja, was ich aufhange, was ich nicht so aufhange, ja, und so weiter und fort. Und jetzt habe ich überlegt, dass ich ein Video darüber mache und euch erzähle, wie ich meinen Umzug zu plane. So, und deswegen würde man sagen, wir zeigen nicht lange rum, sondern wir fangen mal mit dem Thema an. So, also mein Planwerk, also sinnweise ist mein Papa und der Planwerk ist, wir werden erstmal schauen, ob wir alle haben, also falls mir wirklich in Wirklichkeit eine schöne große Wohnung finden, ja, oder besser gefunden haben, ja, dann ist mein Plan als Newsieber, da ich mal schaue, was brauchen wir, ja, was brauchen wir Möbel, Leute, ja, brauchen wir Kleiderschränke, brauchen wir mal Bett, brauchen wir mal Waschmaschine, ja, und das geht, Leute, deswegen will ich erstmal vor dem Umzug kontrollieren, ja, ob wir alles eingepackt haben, Leute, ja. Weil ich gehe mal vor, wir gehen ja auf die Wohnung und der Familie kommen, ja, und wir müssen die Schlüssel abgeben, ja. Und dann kann man so passieren, wenn die Tür abschließt und wir einfach Schluss sagen, dass mal so passieren kann, dass wir mal vergessen haben. Und Fakt ist, Leute, die Blödigkeit dran ist, wir können mit mehr rückgängig machen, Leute. Das heißt, wenn hier in dieser Wohnung ein neuer Bewohner oder ein neuer Mieter oder ein neuer Mieterin einzieht, dass er gegen einen wegwerben kann. Und das ist halt die Gefahr bei uns, Leute. Und deswegen würde ich einmal überlegen, um auch kontrollieren, ob wir alle eingepackt haben. Mal auch gucken, ob wir überhaupt alles haben. So. Und auch mein Plan ist, wenn wir die Wohnung haben, dass wir dann einmal in die Wohnung reingehen, erstmal die Wände anschauen und dann wirklich so klopfen und gucken, aha. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann, aber wenn wir mal diese Wand, dann können wir so klopfen und gucken, ob die Wand okay ist, weil ich will haben, ja, da mein Make-up einfach so sehen, so aufhängen, Leute. So, wenn man sie da aussehen, ja, dann deswegen muss ich auch überlegen, ja, einmal die Wand stoppen, ob die Wand überhaupt dick ist, Leute, ob die Wand dünn ist, oder dick ist. Und wenn die Wand so dick ist, dann kann man so passieren, dass wir dann einen Stromschlag kriegen. Das heißt, so dicker ist die Wand, na, so mehr Kabel sind dann in die Wand drin, Leute. So dümmer ist die Wand, so mehr kann der Raub, Leute. Das heißt, so dümmer ist die Wand, so mehr Löcher bohren kannst du, ja. Aber wenn die Wand so dick ist, ja, dann die halt die Gefahr, dass du deinen Stromschlag bekommst.
und den will ich vermeiden, ja, weil ich habe keine Lust, mein Gerechtigkeit zu rufen, ja, und deswegen würde ich erstmal, wenn man holen mehr Erfahrung hat, wo er urteilen kann, dass er einfach so rumdrücken tut und einfach schaut, ob die Wand ja geeignet ist. Ja, weil ich möchte einfach mal ein Zimmer haben und ich möchte auch ein Zimmer, ein vermögendes Zimmer haben, wo ich auch für mich leben kann und auch ein Zimmerzimmer habe. Ja, weil die Zimmer, wo ich habe, ist wie klein, er kann kaum laufen, kaum bewegen, ja, und weil ich auch gestimmt finde, da ist mit mir so wie zusammen reinstellen kann, ja. Weil guck mal, Leute, das ist ja auch mein Video aus, Leute. Ja, da ist ganz wie die Cap habe, dann wieder Handtücher, dann wieder Kleider. Ja, da ich mit mir so wie Platz habe. Und das ist halt ein großes Problem. Und deswegen werde ich auch mein Zimmer so einplanen, dass mein Zimmer mehr Platz ist und auch ist mehr bewegen kann, ja, und mein Zimmer schön eingerichtet ist. Aber da werden wir ein Essensvideo darüber machen und euch genau erklären und genau zeigen, wie man Zimmer früh vorstellt. Aber jetzt mache ich mich hier, so in der Neubogen mache ich es, wenn wir mal die Besichtigung haben und mir die Schlüssel bekommen haben, dann werden wir mal am nächsten Tag ein Video darüber machen und euch genau zeige und genau erkläre, wie mein Zimmer aussehen soll. So. Und dann wäre auch mein Plan, dass ich auch einen Shopping-Shop mache, wenn wir Möbel einkaufen gehen, zum Beispiel Waschmaschine zum Beispiel, oder mal die Kleiderschrank, ja, mal die Bettwäsche, weil wir brauchen auch Sachen, wo wir auch da so leben können, wo wir dann reinbrummen können, ja. Weil das Problem heißt, die Wohnung hier, wo wir jetzt wohnen, ist einfach zu klein, Leute. Und jetzt habe ich in dem alten Video gestern oder vorgestern erwähnt, Leute, dass die Wohnung hier einfach zu klein ist. Und wenn man in die neue Wohnung soll ziehen, ja, und auch in die neue Wohnung wohnen und leben, ja, wenn man einfach Möbel einkaufen. Das heißt, da brauchen wir eine Couch, brauchen wir. Ich brauche meinen Kleiderschrank, weil mein Kleiderschrank ist ja kaputt, Leute. Weil da ist vor 3 Jahren, da vor 2 Jahren, 3 Jahre, 4 Jahre war ich, glaube ich, ist mir die Tür aufgebrochen, Leute. Ja? Deswegen brauche ich meinen Kleiderschrank. Dann bräuchte ich mir auf jeden Fall meine Handtücher, meine Cap brauche ich mir. Ja? Und dann brauche ich mir vielleicht mal eine Lampe, ja. Weil mein Plan wäre, dass ich auch hier in den Kranken mal MLG reinmache, Leute. Kennt ihr so bei jemandem Gaming-Blogger oder bei Gaming-Spieler, was die da heutzutage machen, dass die hier in die Wände, in die Decke, so an den Kranken so bunte MLG-Lichter haben, ja. So will ich auch machen, Leute. Ja. Mit meinem Beruf ist so, sind auch da so, Leute. Ja. Was Beruf angeht, muss ich auch überlegen, Leute. Ja. Weil ich bin ja auch hängig auch angewiesen, Leute. Ja. So. Jetzt ja, sprechen wir mal über mein Berufsleben, Leute. Was mir Beruf angeht, ist auch wegen Internet, Leute. Ja, weil die Wohnung, wo ich hinziehe, ja, ist auch mein neuer Arbeitsplatz, Leute. Ja, weil da muss ich Video drehen, da muss ich Bilder machen und dazu brauche ich Internet, Leute. Weil ohne das Internet kann ich keine Videos oder keine Bilder hochladen. Ja, und deswegen wäre mein Plan, schnelle Internet und schnelle WLAN, Leute. Ja. Aber Hauptsache, mir ist voll egal, Leute, weil ob es schneller geht, ob es länger geht, ist mir voll Wurst, Leute. Hauptsache, irgendwie egal. Hauptsache, ich kann arbeiten
und mein Leben gut sehen, Leute. So, dann wäre mein Plan, dass ich erstmal in die Wohnung rumgehe, ja, also erstmal Oma filmen, dass ich mein eigenes Bild mache, dass ich erstmal die Wohnung richtig kennenlerne, ja. Und wenn ich die Wohnung richtig kennengelernt habe, werde ich ein Video darüber machen, wo ich euch mal die Wohnung mal zeige. Mein Hauptplan wäre, wenn die Wohnung fertig eingerichtet ist und die Küche da ist, auch mein Zimmer richtig eingerichtet ist, Internet da ist, WLAN da ist, um alle Räume schön eingerichtet sind und fertig sind und mir eingeliefert haben, dann werde ich ein Video darüber machen, wo ich euch mal die Wohntour mache, ja. Weil bei mir ist halt so, Leute, immer wenn wir mal Wohnung sind, weil wir umgezogen sind, werde ich immer eine Wohntour machen, Leute. Ja. Oh, ich hab gepumpt, Leute. Oh Mann. Ja, sorry, Leute, aber ich muss einfach raus, Leute. Ich hoffe, ich hab mich gehört, Leute. So. Genau, also mein Hausgrundberge, eine Wohntour machen, Leute, ja. Mit mal auf TikTok-Bilder machen, auch auf YouTube-Bilder machen, ja. Auf TikTok will ich auch eine Wohntour machen, aber die muss ich ein bisschen planen, einkassieren, Leute. Und deswegen muss ich einfach schauen, ob wir überhaupt eine Wohnung finden, ja. Weil die Frage ist halt, Leute, wie soll eine Wohnung aussehen? Sondern die Frage ist halt, ob wir überhaupt eine Wohnung finden. Der ist halt die Frage. Ja? Und wir wissen auch, wie lange der Vermieter immer aushält, dass wir hier eine Wohnung. Und der ist auch nur die bessere Frage, Leute. Und weil ich endlich auch meine Ruhe habe, Leute, die ganze Häuser hier, Leute, ja. Und da ich endlich mein eigenes Zimmer habe, den Gott freue mir am Betten, Leute, ja. So, kommen wir hier um den letzten Punkt, so war das Thema E-Gitarre. Genau, was mit meinem Gitarrespiel angeht, Leute, muss ich auch mal schauen, ja. Weil ich halt wieder die Frage für die Wände, Leute, ja. Weil ich muss wieder an die Wand zu klopfen, ja, um zu schauen, ob ich überhaupt E-Gitarre spielen, ja. Falls es gefallen, nicht so sein wird, muss ich die E-Gitarre bei mir zu Hause lassen, muss ich aktuell wohnen, ja, muss ich die E-Gitarre da lassen. Dann kann ich meine akute Gitarre in meine Wohnung nehmen, ja. Das heißt, wenn die Wand so dumm ist, Leute, dann kann ich E-Gitarre spielen. Aber wenn die Wand so dick ist und eingedämmt ist, dann kann ich gucken, dass ich auch meine richtige E-Gitarre nehmen kann, ja. Aber wenn die Wand, wie ich sag, so dumm ist, dann kann ich kein Rock spielen, dann hänge ich Metal oder Hardrock, ja. Das geht gar nicht, Leute. Weil ja, wie die Leute darauf reagieren, die Machbam. Oder besser gesagt, genau gesagt, die neue Machbam. Weil ich weiß ja nicht, ob die Umfreude sind, ob die jetzt sind. Weil ich weiß ja nicht, was Leute sind, Leute. Ja. Weil ich, jetzt tun wir mal vor, ich gehe so mit der E-Gitarre und spiele den ganzen Teil. Kochen, ja, und dann habe ich keine Lust, dass die Polizei rufen, ja, oder die Familie, ja, weil der ist dann Ruhestörung nehmen, weil ich weiß ja nicht, wie die Regeln in die Wohnung sind, ja, ja, und wir wollen auch mit, wie die Leute auch reagieren, wenn ich Tarn spiele, ja, und deswegen ist auch mein Plan, dass ich erstmal sauber mit meiner kleinen Gitarre mache. Ja? Ob die Wände okay sind, ob die Räumlichkeiten okay sind, ja? Ob die Tonlage
richtig eindeutig. Dem war die Lautstärke richtig eindeutig. Und der ist halt die Frage, Leute. So, im Gesamt würde ich sagen, weil mein Plan, also mein gesamter Plan wäre, die einmal abwarten, um auch, also ich habe schon einen Wurm gefunden, die wäre im Hockenheim gegangen, aber direkt die Gartengabe, euer Gartenschutzfreund nicht erraten, also mit Sachen, Leute, weil es wegen Gartenschutz, Leute, aber mein gesamter Plan wäre, ist, die Wurm erstmal anschauen und schauen, ob die Wurmung überhaupt geeignet ist, Leute. Ja? Weil ich weiß nämlich, ob die Wurmung überhaupt gefällt, Leute. Und das ist halt die große Frage, Leute. Ja? Und was mich auch sehr, sehr freue, Leute, wenn ich die alten Videos anschaue, dass ich an die Wurmung angänge, Leute. Ja? Ich zeige, wenn ihr eine neue Probe ein Video hochgeladen habt, also sind, weil ich erstmal abgekriegt habe und hochgeladen habe, ja, und ich Feierabend habe, freue ich mich, wenn ich in der alten Video diese Probe sehe. Die freue ich mich immer, Leute. So, okay, Leute, ich würde mal sagen, es ist um 8 Uhr oder 7 Uhr so. Leute, gab auf eure Bierfolge, Leute, gab auf eure Bierfolge. Wenn euch Bier gefallen hat, klickt einfach mal oben. Wenn euch Bier gefallen hat, schreibt euch mal in die Kommentare. Bei den Link in der Beschreibung, in meinem Instagram-Kanal, Zeugebücken-R, und konkrete Beispiele, der Link in der Beschreibung, in meinem TikTok-Kanal, Zeugebücken-R, und konkrete Beispiele, lasst euch gerne nicht abonnieren, und kommt mir dann bei Maikum. Wenn ihr einen Foto habt, gebt einen Daumen oben, wenn ihr euch gefallen habt, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Biber.